Hey, so. Ja, liebe Freunde, wir haben den Magier Mogul getroffen, also gesagt, er hat uns gefunden und hat mich jetzt leider Gottes in das Verlies, der Verliese verbannt oder sowas, wie er gesagt hat. Und genauso wie meine Eltern, also wenn ich Glück habe, treffen wir hier meine Eltern, das wäre ganz schön nice. Und ja, er hat uns Hühner dagelassen, also wir sind auf jeden Fall nicht zum Tode verurteilt. In der Hoffnung, dass dann irgendwann mal die Hühner mit aus den Eiern kommen, nicht gerade so wie jetzt. Und ja, was ist denn das? Wir haben noch unsere Schalke-Kiste. Oh, das hat er scheinbar vergessen. Das ist ja mal nice. Das hat er vergessen. Das ist blöd, Heinz. Dass er uns hört, ne? So, warum ist denn das jetzt der Patenpfeil? Na, einen Pfeil brauchen wir ja. So, der ist ja auch unendlich. Ja. Okay, dann tun wir uns jetzt wieder mal ausrüsten. Ist ein bisschen komisch, dass er die Kiste uns gelassen hat. Hat er scheinbar nicht gesehen oder vor Wut nicht entdeckt. Ja, wie ist das passiert? Also, wir haben das Buch vom Morgul gelesen und ich hatte schon immer das Gefühl dort unten, dass da jemand an der Türe stand. Weiß nicht, ob ich es auch gesehen habe. Und plötzlich stand dort einer. Und ich habe mich in Stellung gestellt und war ja auch eine Wand, kam nie weiter. Und plötzlich stand der vor mir. Ich war so erschrocken, konnte mich aber auch nicht bewegen und gar nichts. Also, ja, es hätte. Hallo? Wie als hätte er mich versteinert. Und dann sagte er, ich verbanne dich, du hast das Buch gelesen, wie kann ein Sterblicher das Buch lesen? Und ja, dann hat er mich halt hier rein verbannt, so wie meine Eltern. Und, hallo? Hier ist keiner. Das sieht aber auch komisch aus. Okay. Beobachten die mich hier? Tut das ruhig jemandem weh? Nee. Komisch aus. Wie so Enterauge, du. Ja, also nochmal, da hat er uns jetzt hier hin verbannt und bis zu meinem Tode bin ich angeblich hier, aber dann ist das komisch, warum ich meine Schalkerkiste noch da habe. Da hat das. Wartet mal. Das kann sein. Meine Eltern haben den doch verflucht, so wie ich es mal gehört habe. Und jetzt ist er durch das Buch haben wir ja. Gott. Durch das Buch haben wir ja erfahren, dass der Mogul. Nee, ja, der Mogul, einer aus Helmershausen verbannt wurde. Also einer war, der aus Helmershausen, meiner Heimatstadt, verbannt wurde. Und dann auf die Dracheninsel gekommen ist mit den Isla Drin, dem Magier der Drachen oder was das war, oder Wächter. Und der hat jetzt, der Isla Drin hat jetzt die Gestalt des Moguls angenommen. Er nennt sich jetzt selber Magier Isla Drin Mogul. Ja, ich weiß es noch, du Magier, du. Aber warum tut er uns auslöschen wollen? Zuerst die Piratenfamilie Blaubart. Was hat denn meine Familie mit dem zu tun? Hier sind alles leere Bücher. Alles leere Bücher. Und keine Spuren meiner Eltern. Das ist komisch. Warum sind denn hier überall leere Bücher? Soll ich hier mal Romane schreiben? Fang da ja nie an mit Schreiben. Was denkst du? Geburtstagsgruß. Ui, ein Geburtstagsgruß. Ist das vielleicht der Originale? Lohnen von Blaubart. Mein Sohn, wir wären heute gerne bei dir. Würden dir gerne sagen, wie sehr wir dich lieben. Und dir zum 20. Geburtstag alles Gute wünschen. Aber leider schaffen wir es nicht, rechtzeitig zu dir zu kommen. Es tut uns leid, deswegen schreiben wir diesen Brief. In der Hoffnung, dass er dich noch rechtzeitig erreicht. Das haben wir doch schon mal gelesen. Aber da waren halt die Fehler drin.
Wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag. Viel Glück und Gesundheit. Und das war nicht wir geschrieben, das war von jemandem zu mir geschrieben. Also nicht von zwei Personen. Zu diesem ganz besonderen Tag schenken wir dir das Allerliebste deiner Mutter auf der Welt. Behandle sie gut. Dieses Geschenk wird sich dir offenbaren, wenn du sie am meisten brauchst. Du musst sie nur rufen und sie wird sich dir offenbaren. Pass auf, der Mogul ist wieder da. Er hat uns in seiner Gewalt und wird alles tun, um dich uns ganz wegzunehmen. Deswegen vergesse niemals, wer du bist oder wo du herkommst. Ich bin Logan von Blaubart und komme aus Hammershausen. Die Wächter, der Golem, Blaubart, Valencia, Insel und du selber. Diese sechs Wörter musst du dir merken. Du wirst uns finden, wenn du da bist, werden wir uns zeigen. GPS, finde es, du musst es finden. Es liegt am Punkt der Punkte. Du weißt noch, wie die Schrift der Blaubarts war, hoffentlich, sonst findest du es nicht. Oh Gott. Wie war denn die Sprache der Blaubarts? Oh Gott, Leute. Ich versuch's mal. Ja. Das ist ein bisschen eigenartig. Wie war die Sprache? Ich versuche mich jetzt mal. Aber wie war denn die? Was? Oh Gott, wie war denn die Sprache? Das ist gesagt, die Schriftart. Wenn ich das jetzt noch wüsste. Ist noch eigentlich noch andere Bücher hier? Leer. Alles leere Bücher hier, das geht doch gar nicht. Warum sind denn hier leere Bücher, wenn hier meine Eltern oder hat jetzt. Ja. Da wäre das Buch auch weg. Hier war aber vor uns, das ist das Buch und alle anderen sind auch leer. Ja gut, wir gehen mal hier raus. Vielleicht kriegen wir irgendwie einen Weg nach draußen. Mensch. Das ist Seelensand. Aua. Gib mal deine Eier her hier. Und jetzt. Hütchen! Da steckt ein Schwert drin. Richtig. So, hier steckt eine Hand drin. Hallo? Sind sie friedlich? So. Die sind friedliche Gesinnung. Mich raus. Yes. Ja. Die kommen hier raus. So, dann tun wir das Ding mal zumachen. Damit hat er scheinbar nicht gerechnet, dass ich Seelensand abmachen kann oder sowas. Guten Tag. Wo sind wir denn hier? Boah, alles mit Seelensand voll. Guck, da steht ein Turm an. Ich nehme mal lieber meinen Bogen in der Hand. Oh Gott. Okay, da beobachtet auch Hühnchen. So, jetzt haben wir ein Hühnchen. Sind wir in der Unterwelt oder was? So. Ist hier ein Gang? Schaffen wir das? Haben wir irgendwas einstecken? Nee, oh Gott. Ich kann hier nie rennen. Ich will auch die Kiste hier nie hinstellen. Gut, die Hammer, ne, gut, ist das eh leer. Da können wir sie, wenn sie weg ist, ist sie weg. Wir sind aber erstmal hier drüben. Aua! Das tut ja weh. Eine Rüstung haben wir. Wo sind wir denn hier?
Aber ich frage mich immer noch, wie die Schrift ging. Wie war die denn? Wenn ich das jetzt noch wüsste, das fällt mir bestimmt noch ein. Pilze. Lecker. Pilze. Vielleicht können wir uns die Pilze übermachen. Aber da fehlen uns ja noch die roten Stücke. Roten, ne? Kann man die eigentlich so essen? Effizienz. Okay. Ist ja alles nicht schlecht, ne? Geht auch schnell. Sieht schön aus. Nehme ich mal mit. Bäh. Wow, wie viel? Geht aber schon wirklich schnell, die Spitzhacke. Wahnsinn. Würde uns jetzt mal hier durch. Hallo? Hallo? Oh, da ist ein Portal! Da ist ein Portal! Oh, hin! Haben wir jetzt genug Steine? Ja, sammeln wir mal noch ein paar Steinchen ein hier. Wow. Die läuft da wie Wasser. Okay, Steine haben wir jetzt genug. Schild nehmen wir mal in die Hand. Au, Scheiben, Dreck. Dreckslabers. Oh, das tat weh. So, also die sind freundlich zu mir. Okay, na, dann ist ja alles gut. Trotzdem ist das eigenartig. Ich habe das Buch gefunden. Ja. Und ich weiß aber nicht, wie die Schrift ging. Ich kann es ja nur mal versuchen. Bin ich hier in Sicherheit? Ja, sieht ganz so aus. Wie komme ich denn jetzt da drüber? Ich versuche jetzt noch einmal zu lesen. Jetzt fällt es mir langsam wieder ein. Das ist Plauberlogen, ja. So, ja, das ist von uns verkehrt rum geschrieben. Na, dann ist es da einfach Plauberlogen. Die Insel der Einsamkeit ist auf der Gott Valencia. Hat man vor uns schon, Valencia. Versteckt. Wieder die Valencia findest findest du auch die Insel Gott, bevor du auf findest du auch die Insel, bevor du auf die Suche Gott, Hilfe. Ist ja übel. Jetzt komme ich nicht weiter. Bevor du auf die Suche
Nee, nicht gehst, sondern gehen. Ja, gehen. Kannst, musst du. Deinen. Alten. Freund. Welcher Freund? Papo. Von Papo? Finden. Wir. Entschuldigung. Glauben, dass Morgul. Ja, Mogul in seinem Verlies, Verlies, ja, festhält. Kann das stimmen? Na, hier ist er, hält er. Er wird dich zur Valencia bringen. Das seine. Oh Gott, Bestimmung. Er Das ist jetzt schwer, das ist wirklich schwer. Das ist Dio. Nee. Es ist ihm. Über. Bring? Nee. Zeuge. Ah, überzeugen. Dir zu folgen. Wie früher. Ich muss den Tornadatur im Verlies vom Morgul finden. Und den überzeugen wie früher? Das kann ich jetzt gerade rauslesen. Also nochmal, jetzt habe ich ja langsam die Sprache raus. Blaubart, Logen. Die Insel der Einsamkeit ist auf der Valencia versteckt. Wenn du Valencia findest, findest du auch die Insel. Bevor du auf die Suche gehen kannst, musst du deinen alten Freund Tornator finden. Wir glauben, dass Mogul in seinem Verlies festhält. Ja, er wird dich zu Valencia bringen. Das ist seine Bestimmung. Er wird sich an dich erinnern. Du wirst ihn überzeugen, dir zu. Das kann ich nicht lesen. Wie früher. Also er wird sich an mich. Er wird sich an mich. Es ist jetzt. Nicht. Ah! Jetzt kommt ein Schuh raus. Er wird dich zur Valencia bringen. Das ist seine Bestimmung. Er wird sich an dich nicht erinnern. Okay, du musst ihn überzeugen. Wie früher.
Okay, na gut, das macht ja fast Sinn. Also ich muss ihn jetzt überzeugen. Scheint, dass er mir folgt, wenn er sich nie an mich erinnern kann. Jetzt ist erstmal die Frage, kommen wir hier rüber, ohne dass wir von irgendwas abgeschossen werden? Dann müssten wir ja hier rüberlaufen. Mal hier an. Hoch muss das sieht einfach irgendwann ja das Portal. Aber das, liebe Freunde, seht ihr in der nächsten Folge. Ciao.